Frau Fuchs, schlichten vor Richten, ein absolut treffender Leitspruch von der Friedensrichterinnen und Friedensrichter. Wie schlichtet und streitet dann Sie persönlich? Sicher anders als noch vor ein paar Jahren. Meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, dass es nicht einfach so geht, dass ich verrückt werde und sage, so geht's. Es ist so, dass ich schon verrückt werden kann. Und mir dann aber überlege, ja hallo, warum bin ich jetzt verrückt und was hat denn gemacht, dass mich die andere Person verrückt macht? Und dann ist es eher so, dass ich ein bisschen überlege und dann sicher aufs Gespräch suche mit der Person, die bei mir die Emotionen ausgelöst hat. Und dann probiere ich natürlich eine gute Lösung anzubringen. Also mir ist dann natürlich wichtig, dass es geklärt ist und dass man eigentlich mit einem guten Einvernehmen wieder voneinander geht. Genau. Sie haben ja 5 Kinder. Viele fragen sich sicher, hat denn Frau Fuchs den Kopf überhaupt frei für so eine intensive Arbeit, eben als Friedensrichterin? Ja, den Kopf habe ich frei. Ich habe ja meine 4 Kinder, die erste Familie habe ich früh gegründet, mit 21. Und habe jetzt eigentlich die Erziehungsjahre vorbei. Meine Kinder sind erwachsen, eigenständig, selbstständig. Und die habe ich dürfen gehen lassen. Und jetzt haben wir noch eine Tochter daheim, die aus der Schule kommt. Die kommt jetzt im Sommer in die Lehre. Und auch da kann ich wunderbar loslassen und mich erfreuen, wie selbstständig die Kinder geworden sind in der Zwischenzeit. Und so habe ich jetzt eigentlich wieder Zeit, voll und ganz eigentlich auf mein Leben zu schauen und genau die Zeit für mich zu brauchen. Es braucht sehr viel Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung für das Amt. Eben da hilft Muttersein natürlich schon sehr, sehr viel, wie Sie jetzt gerade erklärt haben vorher. Was sind denn Ihre wichtigsten Eigenschaften als zukünftige Friedensrichterin? Also was ich natürlich sehr gut kann, ist zuhören. Und nicht werten, also einfach einmal den Mensch, der mir auch etwas erzählt oder wo mir etwas anvertraut, einfach mal zu nehmen, so wie er kommt, zuhören und dann einfach, ja, vielleicht meine Sichtweise einbringen. Das habe ich sehr gut gelernt. Und natürlich kommen ja jetzt auch aktuell, so wie ich arbeite, Menschen zu mir mit einem Anliegen, die eine Lösung erwartet. Und ich kann jetzt aufgrund von meiner Berufserfahrung natürlich auch feststellen, dass ja die Lösungen immer in diesem Menschen schon drin sind. Ich bin eigentlich nur die Person, die hilft, dass die Person spürt, genau, jetzt weiss ich, wo ich durch muss, jetzt weiss ich den nächsten Schritt. Das ist eigentlich die Idee. Und das sehe ich natürlich auch so beim Friedensrichteramt, dass ich die Leute anhöre, die beiden Parteien in der Regel, und dass ich dann wie kann aufzeigen, was Sache ist und dass die Menschen eigentlich wie spüren, genau so wäre es für uns eine gute Lösung. Also ich bin eigentlich mehr so ein bisschen die leitet oder anleitet. Sie haben das sehr schön beschrieben vorher schon, auch wie Sie streiten und schlichten und eben jetzt auch mit dem Zuhören. Was ist denn so schnell Motivation für Sie, eben Friedensrichterin von Oster zu werden? Es ist so, dass ich sehr interessiert bin an den Menschen und an den Geschichten der Menschen. Und ich denke, meine Fähigkeit ist auch anzuhören und zu erkennen, was das Thema ist. Weil wenn jemand das Gefühl hat, ich bin ungerecht behandelt, ich gehe jetzt zu dem Friedensrichter und dann zeigen wir es jetzt. Und dann habe ich das Gefühl, ist eigentlich zum Beispiel eine Rechnung, die noch nicht gezahlt ist, das ist wie das Zweite. Das Erste ist eigentlich mehr der Mensch, der ja irgendeinem Grund so reagiert, wenn er reagiert. Und ihn da mal abzuholen, zu verstehen. Aber auch die Gegenpartei hat ja auch eine Geschichte und hat auch eine Motivation oder eine Idee. Und einfach das mal anzuholen und anzuschauen und dann mit diesen Menschen zusammen eine Lösung zu erarbeiten, das reizt mich, dass weiss ich, dass das auch meine Fähigkeit ist und darum bin ich sehr motiviert jetzt für die Friedensrichterkandidatur. Oster ist ja eine sehr schöne, vielseitige und spannende Stadt. Wo ist Ihr Lieblingsort zu Oster? Ein Lieblingsort per se gibt es nicht in Oster. Mir gefällt Oster als Gesamtpaket. Es kommt ein bisschen auf meine Verfassung drauf an. Also wenn ich weiss, jetzt ist Zeit, um einkaufen, dann freue ich mich richtig, hier in die Stadt zu kommen,
durch die verschiedenen Strassen zu gehen. Ich bin sehr viel zu Fuß unterwegs. Ich treffe dementsprechend auch viele Leute, wenn es auch nur ein Hallo ist oder wie geht es. Das finde ich unglaublich schön und wertvoll. Das ist mal sicher ein Ort, also die Stadt Uster selber. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite von mir, nämlich die, wo ich gerne meine Ruhe habe, meine Erholungszeit. Und da gehe ich ganz gerne einfach in die Natur. Und das ist auch in Uster sehr gut möglich. Man kann in alle vier Richtungen schnell in der Natur draussen sein. Und das finde ich unglaublich schön auch. Ja. Also Uster finde ich, je nach Stimmung, es gibt überall einen Ort, der mir dann entspricht. Das gefällt mir sehr.